In dieser Lektion möchte ich Ihnen zeigen, wie wir die Säule hier beschädigen und diese Rohre rauskommen lassen. Dazu nutze ich die neue Funktion von Photoshop CS5, die nennt sich Formgitter, aber dazu kommen wir dann später. Denn noch sieht unsere Arbeitsdatei so aus und wir wollen das erzielen. Also fangen wir an, indem wir diese Säule erst einmal freistellen, zumindest diesen Bereich, den wir beschädigen wollen. Und da können wir ruhig ein bisschen großzügiger sein. Wir hätten das mit dem Lasso-Werkzeug hier freistellen. Das ist jetzt schon viel zu viel, aber lieber mehr als zu wenig. Und werden dieses jetzt von der Hintergrundebene mit Steuerung C kopieren und mit Steuerung V einfügen. Und dann haben wir hier eine neue Ebene, die nennen wir auch gleich Säule. Und diese werden wir nun beschädigen bzw. ein Stück rausschneiden, indem wir auch nochmal mit dem Lasso-Werkzeug bzw. mit dem Polygon-Werkzeug uns hier eine Auswahl machen, wo später die Wand beschädigt sein soll. So, das passt doch so ganz gut. Die Auswahl wird geschlossen und damit wir auf die Auswahl später nochmal zurückgreifen können, werden wir diese Auswahl speichern, indem wir hier oben auf Auswahl und Auswahl speichern klicken. Diese Auswahl nennen wir einfach Säule. Diese erscheint dann unter Kanäle und ist hier als Alpha-Kanal gespeichert. Und aus dieser Auswahl werden wir nun eine Maske für die Säule erstellen. Und wenn man jetzt die Hintergrundebene ausstellt, sieht man, dass er genau die umgekehrte Auswahl als Maske benutzt hat. Deswegen werden wir auf die Maske klicken und mit Steuerung I diese Maske invertieren. Das kann entweder mit Steuerung I gemacht werden oder man geht über Bilder, Korrektur und Umkehren. Das hat denselben Effekt. Und nun werden wir uns diese Auswahl erneut auswählen und drücken die Steuerungstaste und klicken auf die Alpha-Maske der Säule und dann wählt er diese nochmal als Auswahl. Dann werden wir auf den Hintergrund klicken, werden uns das Stempelwerkzeug nehmen, hier aus der Palette oder mit der S-Taste und werden uns nun hier einen Punkt wählen auf diesen Kacheln und werden auf der gegenüberliegenden Seite, wo die Säule ist, hier reinstempeln. Und damit hätten wir dann schon ein Stück rausgebrochen. Man sieht hier einen starken Helligkeitsunterschied. Da können wir dann nochmal mit einer Deckkraft von 50% uns hier eine dunklere Stelle nehmen. Damit dann nochmal etwas rüberpinseln. Dann ist der Übergang nicht so hart. Sieht etwas schöner aus. Jetzt werden wir die Auswahl aufheben, indem wir STRG D drücken oder über Auswahl aufheben. Und werden uns die Ebene Säule vornehmen und dort mit dem Nachbelichterwerkzeug und einer Deckkraft von ca. 20% in den Mitteltönen diese Säule abdunkeln. Denn da ist ja ein Stück rausgebrochen und da entsteht halt immer Dreck und Schmutz. Und da
Können wir dann so reinklicken oder auch reinmalen. Und da hier noch sehr spitze Kanten und Ecken drin sind, gehen wir bei der Säule auf die Maske und öffnen hier die Maskeneigenschaften und werden dort bei weiche Kante einen Wert von, sagen wir, 5 Pixel ist schon viel zu viel. Gehen wir mal 2 Pixel an. Dadurch wird dann die Kante halt weicher und es ist nicht mehr allzu hart. So, nun schaut man hier durch diese Säule hindurch und es sieht nicht so schön aus. Deswegen werden wir hinter dieser Säule noch eine kleine Wand einziehen. Dadurch nehmen wir das Auswahlwerkzeug und werden uns hier ein Rechteck einziehen. Und werden nun eine neue Ebene erstellen. Die nennen wir Wand. Die werden wir hinter die Säule ziehen, denn sie soll ja auch hinter der Säule erscheinen. Und werden über Bearbeiten, Fläche füllen, diese Fläche oder diese Auswahl mit 50% grau füllen und die Auswahl wieder mit Steuerung D aufheben. Und so haben wir eine Wand hinter der Säule. Diese wirkt jetzt natürlich noch sehr geradlinig, deswegen werden wir hier nochmal mit dem Polygonlasso eine kleine dreckige Auswahl hier schnell reinziehen. Und diese dann mit der Entfernen-Taste oder der Backspace-Taste entfernen. Dadurch wirkt diese Wand auch beschädigt, aber noch ziemlich eintönig. Und dann nehmen wir uns wieder das Nachbelichter-Werkzeug und werden hier auch nochmal auf diese Wand ein bisschen Dreck hinzufügen. Ja, das sieht doch schon sehr gut aus. Und nun wollen wir aus dieser Wand ein Rohr rauskommen lassen. Dazu habe ich mir dieses Bild hier vom Berliner Hauptbahnhof genommen. Das habe ich im Archiv gefunden. Das ist immer gut, ein Archiv zu haben, wo sämtliche Objekte abgebildet sind. Auch wenn man bei manchen Bildern denkt, die braucht man eventuell gar nicht mehr. Irgendwann kommt der Zeitpunkt und da braucht man es dann doch. Und hier habe ich diese Säule von dieser Laterne rausgenommen. Und dieses Stück Säule werden wir uns nun direkt in unser Composing hineinziehen und hier mit dem Transformieren-Werkzeug, was wir über STRG-T erreichen, schon mal in eine Position bringen, wo wir es denn für sinnvoll halten. Ich werde es jetzt mal hier hin machen und da es von der Helligkeit her noch so gar nicht passt, werden wir auf diese Säule eine Tonwertkorrektur legen. Das erreichen wir über Korrekturen, Tonwertkorrektur und werden diese Säule noch wesentlich dunkler machen. So, das dürfte ganz gut passen. Okay. Und nun möchte ich euch das Formgitterwerkzeug vorstellen, das es ab CS5 gibt. Das findet ihr unter Bearbeiten und hier Formgitter. Und hier ist es nun möglich, einzelne Punkte auf das freigestellte Objekt zu setzen und es an diesen Punkten zu bewegen. Das ist super. Und gerade für Composings einfach genial. Wir können hier jetzt diese Säule so gestalten, wie wir es wollen.
Können die soll hier so rausbrechen lassen. Ja, ich finde das ganz gut so. Ich kann nochmal die Steuerung T das Ganze noch ein bisschen kleiner, dezenter machen. Und mit Enter bestätigen. Und diese Säule werden wir jetzt nochmal duplizieren, indem wir die Ebene anfassen und hier unten auf das Quadrat ziehen. Und nochmals mit STRG T etwas drehen. Lass mir von der Mitte nochmal einen rauskommen. Das dann bestätigen. Und da wählen wir dann auch wieder das Formgitter. Werden hier unsere Punkte reinmalen. Also reinklicken. Und das dann auch wieder schön verzerren. Stich den wieder mit Enter. Wir können dieses Rohr dann auch wieder etwas kleiner machen. Und das wiederholen wir nochmal, bis wir denken, jetzt reicht's aber. Jetzt ist diese Stelle schick. Lassen wir nochmal eine von oben ins Bild reinkommen. So, und dann hier auch nochmal das Formgitter anwenden. Ja, ich finde das schon ganz schick. So kann es endlich bleiben. Jetzt müssen wir diese Säulen noch etwas abdunkeln, der Lichtsituation anpassen. Da nehmen wir auch wieder das Nachbelichterwerkzeug und werden jetzt nun diese einzelnen Säulen am Ende, wo es aus der Wand rauskommt, noch etwas abdunkeln. Auch die oberste. So, ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Ja, damit haben wir diese Säule nun beschädigt.